Das Update von KDE auf Version 4.3 bietet keine großen neuen Features. Stattdessen haben sich die Entwickler darauf konzentriert, viele kleine Verbesserungen an der Linux-Desktop-Umgebung vorzunehmen. Auffälligste Neuerung ist das hellere Standard-Theme Luft, das KDE jetzt statt Oxygen verwendet. In der Taskleiste können jetzt außerdem Abstandhalter eingebaut werden, um für mehr Übersicht zu sorgen. Überarbeitete Desktop-Effekte lassen zum Beispiel den Netzwerkmanager oder den Kalender aus der Kontrollleiste gleiten. Der Kalender zeigt jetzt auch landesspezifische Feiertage an. Leider unterscheidet er nicht nach Bundesländern. In den Systemeinstellungen steht neben der Symbolansicht von KDE 4 jetzt auch wieder die aus KDE 3 bekannte Baumansicht zur Verfügung. KDE 4.3 integriert Geolocation-Dienste, die auf der IP-Adresse oder GPS-Infos basieren. In einer zukünftigen Version sollen auch WLAN-Daten hinzugezogen werden. Neue Widgets wie die Computerüberwachung in Form einer Kugel oder das verbesserte Microblogging sind nützlich und sauber integriert. Leider wurde der Browser Conqueror nicht in puncto Geschwindigkeit verbessert. Gegenüber Firefox 3.5 ist er inzwischen weit abgeschlagen. Für schnelles Surfen ist eine Installation des modernen Mozilla-Browsers also zu empfehlen. KDE 4 reift. Das Update lohnt sich für jeden Nutzer, denn die Verbesserungen machen die Arbeit angenehmer und KDE stabiler. Die nächste Aktualisierung ist für den Januar 2010 geplant.